So, meine lieben Freunde, da der Wunsch ebenfalls aufgekommen ist, nach einem Logo erstellen für das Alfa Romeo Team unter anderem. B-Team habe ich ja schon hinter uns. Haben wir schon hinter uns. Das war ein Alfa Romeo. Ich lasse die restlichen Daten, können wir hier aufwerten, aber wir werden mit Alfa Romeo nicht spielen. Ich werde lediglich das Logo erstellen. Ich mache das mal einfach weiter, oder? Man kann doch hier würfeln, das habe ich noch nie gemacht. Die Mitglieder. Hier, komm, machen wir einfach mal so. Zack, das kommt dabei raus. Es wäre auch so eine Herausforderung, ne? Einfach mal würfeln. Zack. Das nimmt man dann. Scheint doch gar nicht mal so schlecht zu sein. Sieht ein bisschen aus wie. Ach Mensch, wie heißt er denn? Yuki Tsunoda. Oh. Alfa Romeo würde mit dem italienischen Motor fahren, ganz klar. So, und dann fangen wir mal an, ans Logo basteln. So, und dann fangen wir mal an mit einem Kreis. Ich muss gerade mal was möglicherweise etwas finden, um später das Logo abzurunden. Ah ja, ich habe da schon eine Idee. So, Kreis. Den nehmen wir in Kreis. Da ich noch nicht weiß, wie viel Platz ich brauche, möchte ich das Logo auch erstmal sehr groß machen tatsächlich. Und den roten werden wir löschen. Dann arbeiten wir getreu unserem Muster wie mit dem BMW-Logo weiter und werden erstmal die Farbe ändern. Weil sonst wird das hier nichts. Ich hätte gern so ein. Warte. Ich schon so ein bisschen dunkler so. Weiß, das sieht aktuell noch ziemlich seltsam aus, aber das können wir noch mal ändern. Nummer 34. So, da gehen wir den Kreis ebenfalls wieder. Frage, weil hier kommt das die Alfa Romeo Schrift rein. Das wird dann bald zu klein. Mach das mal so. So, ich überlege, ob man. Ich muss das einfach mal testen. Ups, das wollte ich nicht. Fizieren. Farbe. Wenn ich so einen leichten Graustich reinkriegen. Weil. Dass das noch weiß. Oh Mann. Farbe. Den mal nehmen. So, ich ändere die Farbe dann nochmal. Ich werde das aufhellen. Das schon gerne versuchen würde, so ein bisschen. Man kann das leider nicht so metallisch wirken lassen. Das wäre am allerschönsten. Machen das mal so, obwohl ich das mit 85 glaube ich schon 80, 85. Machen das mal so, dass es so ein bisschen so zur Geltung kommt.
So, dann würde ich jetzt zuerst die Buchstaben drauf machen, weil das, glaube ich, noch sehr interessant wird. So, eigentlich sind die bei Alpha alle eckig. M würde mich jetzt stören, aber ich hier das. Sonst müssen wir die hier nehmen und vielleicht in die reinpacken. Das ja einmal austesten. Auch gleich mal die Größe der Buchstaben festlegen. Echt. Ich bin das mal aus. Gehen das mal so ein bisschen gehen. Wer wird denn hier so zum Tragen kommen? So, wir machen den einfach mal so. Also, warte mal, kann ich die Daten hier nochmal sehen? Der war 16. Gucken wir mal, ob das tatsächlich möglich wäre, ob wir den anderen Weißen da reinbasteln, weil ich das Eckige tatsächlich doch ein Ticken besser finde. Aber da reinschieben. Ich glaube, das ist der. Könnte man das Logo natürlich auch 3D-mäßig aussehen lassen, ne? Das gefällt mir nicht. Das werden wir also wieder löschen. Würde dann gleich die einfachere Variante wählen. Ja. So, wir packen den Buchstaben einfach erstmal hier hin. Dann würde mich erstmal nach dem R orientieren. Nämlich so ziemlich mittig oben ist. Also vom Abstand finde ich 16 tatsächlich. Ich werde es bei Größe 16 erstmal lassen. Zur Not können wir das zum Schluss nochmal anpassen, wenn uns das nicht ganz so gefällt. Ich würde jetzt einfach mal einfach nur im Schnellformat die ganzen Buchstaben hier reinbasteln. So, alle Buchstaben hier gebastelt und von der Größe mit allem drum und dran, denke ich, sollte das auch so passen. Werden wir nur noch gucken, dass wir die Buchstaben richtig hinbewegen. Sagen, also jetzt den Anfang schon angucke, es gefällt mir tatsächlich selber extrem gut. Ja. Schon gerne noch ein bisschen kippen. Und noch das A. Und hier ist in dem Logo auch eine kleine Lücke. Das heißt, ich denke schon, dass das so an sich passt. Alpha, wo haben wir das M? Bin gespannt, ob ich den Rest mit allem drum und dran auch halbwegs hinbekomme, den im Kreis kommt.
Das macht es ja letzten Endes erst perfekt. Haben wir noch das O gegen oh. Hier würde ich gleich noch einen Tick höher ansetzen. So, gefällt mir das schon mal. So, und dann wird es interessant. Dann ist ja hier im Logo so ein. Da muss ich mal ganz kurz gucken, wie wir das am geschicktesten reinbasteln. Nutzt nichts, aber ich werde wahrscheinlich damit basteln. Das Rot, das hätte ich schon gerne so ein bisschen. Nehmen mal Farbkonstellation. So. Wenn wir das ungefähr ein bisschen. Ja, noch. Und auch da würde ich jetzt ganz gerne. Ah, ich habe da eine Idee. Aber dann müssen wir auch gucken, wie wir das hier oben an dem eben anpassen. 76. Machen mal 72 und ich lasse den mal so stehen. Dupliziere den. Mach mal die Farbe gegen. Mal ganz kurz 74. Kommt hier der weiße Rand ein bisschen zur Geltung. Das würde ich aber gerne noch einmal nur nach oben, nicht zur Seite. Schade. So würde ich es cool finden. Mal ganz kurz so. Mal nochmal auf das Rote. Das sollte sich schon hier so auf Höhe des A. So würde ich das machen. Wäre halt die Frage, wie deckt man hier oben noch die Lücken ab? Also gucken wir nach einem Bauteil, was da passen könnte. Und in der Meinung, hier gab es mal in eckiger Form, wäre das vielleicht nicht verkehrt. Könnten wir das benutzen und drehen? Hier oben hin. Ah, ich weiß nicht. Suche noch mal nach einer Alternative. Könnte man das mit Buchstaben lösen, frage ich mich. Da könnten wir den tatsächlich nehmen. Muss jetzt ganz kurz ein bisschen rumprobieren. Das ist alles nicht so. Eigentlich ja darum, hier die Kante runterzukriegen. Ne? Andere Seite ist ja an sich egal und das passt. Das ist ja deutlich besser als das andere.
andere müssen wir jetzt gleich wegnehmen hier. Das löschen wir mal. So, dann werden wir den nehmen und werden den mal auch. Werden den nach rechts bewegen. Weit es geht. Um. Und eben der Mond runter. Und ein Breit. So. Aber das war das mit dem hier auch noch ausbessern. Ich glaube, den müssen wir ein Ticken da machen. Das noch. Ja. Funktioniert so. Wir müssen gucken. Wir haben 50 Bausteine, die wir benutzen können. Würde ich das einfach wieder duplizieren und auch einmal nach unten hinsetzen. So, das basteln wir hier unten hin. Dann werden wir den auch noch einmal duplizieren müssen. Der Ebene nach unten und noch bewegen. Sonst wäre da eine kleine Kante drin. Schießen. Perfekt, aber das werden wir nachher nochmal ausbessern. So, den müssen wir dann logischerweise. Ups, andersrum. Ganz oben drüber. Aber vielleicht mache ich jetzt den weißen Part auch noch so rüber. Beziehungsweise ich hätte da noch erstmal. Müssen wir gucken. Einfach. Hatten wir nicht irgendein. Ja, da ist es. Das hier wollte ich sehr gerne nehmen. Es sieht jetzt nicht so. Weil sonst müsste man die Schlange nehmen. Passt aber nicht ganz so rein. Da finde ich das hier tatsächlich besser. Ich weiß, das macht es jetzt nicht gerade sehr viel besser, aber ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben. Können wir immer noch irgendwie ausbessern. Einfach zu hell. Nehmen wir das. 140, 130. Schauen wir mal, ob wir das direkt so ins Logo reingebastelt kriegen. Ne? Das einfach tatsächlich direkt so machen. Die anderen Streifen, das wird natürlich auch so ein bisschen tricky, das jetzt hier so hinzubekommen. Ja, wir machen die erstmal weiter. Den duplizieren wir und bewegen den nach unten. Bewegen wir vielleicht noch mal ein Stück. Nee, lieber nicht. Dann werden wir den duplizieren, werden die Farbe ändern. Natürlich auch die Größe ändern. Noch so hin, dass das passt.
zumindest. Ich schon. War hier ganz blöd. Wenn man den. Wird das so machen. Guck mal ganz kurz, ich duplikiere den nochmal. Wir den nicht noch ein Stück drehen können. Sieht nicht ganz so schön aus, aber. Weil auf dem Logo ist es. Komm, ich lasse es jetzt so. Bevor wir da anfangen rumzubasteln. Wegen. So, den stehen wir hier hin. Denke, das passt soweit auch ganz gut. Dann duplizieren wir den nochmal und bewegen den anderen noch so ein bisschen. So. Mit der Kante, ich weiß, ist nicht ganz so schön, aber ist auch echt so ein bisschen. Naja. Habe ich erst überlegt, ob ich die anderen Dinge auch dupliziere, aber ganz kurz gucken. Ich bestätige das erstmal. Welche Größe hatte der hier? Achtundsiebzig. Wen war das Ding? Ups, ich wollte nicht. Problem, was ich jetzt habe, dass es hier reingeht und das gefällt mir eigentlich irgendwie nicht so. So, den einen haben wir schon da reingebastelt. Ganz kurz gucken, ob es auch so geht, wie ich mir das vorstelle. Problem ist, das Verhältnis passt nicht, bin ich der Meinung. Ne? Aber mal nicht so rum. So, das heißt, das muss ja definitiv. Und dafür ist das Ding gar nicht zu dick. Kann ich was anderes nehmen? Moment. Ja, ich hätte eine Alternative. Da muss irgendwo noch hier so in die Mitte hin. Haben hier so einen genommen. Das heißt, den hier löschen. Hätte ich auch bei dem Weißen machen. Das würde mit den Runden auch besser passen. Das heißt, wir löschen den, fixieren den. Farbe wird weiß. Bewegen wir den einfach mal nach unten. Also den könnten wir sogar größer machen. Den, da würde ich richtig schön reinpassen. Und den duplizieren wir nochmal. Dann bewegen wir den hier raus. Da dran so ein bisschen. Fertig. Dann kommt der hin. Nein, das war der falsche. Den wollte ich bewegen. Würde ich das einfach so machen? Dann duplizieren wir den nochmal und bewegen den
So. Frage, die ich mir stelle, aber hier oben würde da nicht so hinpassen. Aber an sich finde ich das schon sehr gut. Also, finde ich jetzt persönlich. Ich bin für meinen Teil damit zufrieden. Und das wäre das Logo. Schreibt gerne in die Kommentare. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das? Dann würde ich sagen, auf geht's zum nächsten Logo.